Ja. Also von mir hat die kein Ja bekommen. Keiner hat Ja gesagt, die ist raus. Ich hab Ja gesagt. Hm? Nö. Auch Ja gesagt. Wir hatten drei Ja's. Wir hatten sogar vier. Ja. Nur Wolf und Bodo meinten wieder, sie müssten einen auf uncool machen. Die kommt doch trotzdem weiter, ist doch alles gut. Ja, aber es wäre geil, wenn ihr einfach mal, wenn wir mal sechsmal Ja hätten. Das hatten wir aber erst ein einziges Mal. Ach ja, das ist die Strecke, ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich jetzt auch. Kommt man da echt nicht durch, wenn man Vollgas irgendwie da durchfährt? Gar nicht? Nein. So, nur ganz ohne Chance? Das hat so ein bisschen was vom Auge des Tigers, diese Strecke. Eigentlich nicht. Richtig behindert. Du darfst doch nicht durchspringen, also hat es auch nichts damit zu tun. Weil du musst ja trotzdem durch dieses große Loch da in der Mitte springen. Wow, und das Auge des Tigers war übelst klein. Merkst du was? Ja. Wer hupt denn da schon wieder? Hauptsache es klang eher nach einer Katze, ey. Nee, es war eine Hupe. Du kennst aber komische Katzen. Ja, ich kenn Katzen. Irgendeine Wendehammer hat gehupt, warum auch immer. Weiß ich noch, wie Karre wieder nicht weggefahren? Ach, die steht in der Garage. Die Karri? Die Karri steht bei mir in der Garage, richtig. Ja, genau. Natürlich, was sonst? Ich hab da nämlich so ein kleines Beet gepflanzt, damit die sich wohlfühlt. Ihr seid alle so unfassbar drüber. Fuck. Nein. Oh mein Gott. Vierter. Als ob. Nee, ist so. Ich weiß nicht mehr, wie die funktioniert. Ja. Ich krieg's auch nicht mehr so gut hin, muss ich sagen. Fahrt ihr denn 19er Zeiten oder? Als ob! Ich komm nicht mehr 28. 1988 fahre ich. Ja, mit 2017. 1988. Ja, war klar. Deswegen, du musstest, wenn du so fährst wie Chris, dann war klar, dass du hier die 19 fährst. Aber ich krieg den scheiß Streifen nicht getroffen. Fuck. Ich habe ihn jetzt einmal getroffen, das hat mich aber auch noch auf Rang 22 gebracht. Ja, immerhin, ich bin 40 Streifen. Den unten oder was? Ja, aber den vorderen, nicht den hinteren. Du kannst nur gut fahren, wenn du den vorderen triffst. Naja, ich bin 29. Also irgendwann muss ich, also einmal, ich bin einmal da durchgekommen. Einmal hast du wohl getroffen. Ich krieg's nicht getroffen, scheiße. Komm vom Boden, du kriegst die Strecke ein fettes Jahr, oder? Also ich bin 2001 gefahren. Ich hasse dich. Aber ich krieg's halt nicht nochmal wieder hin. Reicht doch. Ich mach hier gar nichts hin. Komm jetzt nochmal auf den Streifen. Ja, aber das reicht nicht. Ja, endlich eine glatte 20. Oh Gott, so knapp. Oh, dann eckst du hinten mit deinem scheiß Spoiler an, weißt du? Wirklich, ich bin komplett durchgeflogen, dann eck ich hinten mit dem Spoiler an. Ich denk mir so, ne. Gott. Bodo? Bodo. Alter. Keine Chance, weiß nicht, wie er das macht. Kackermann-Strecke vom Onkel Kackermann. Aber ich wette, du bist trotzdem vor mir. Ne. Nein, du. Why? 55. Okay, dann bin ich echt vor dir. Ja, ich krieg's nicht hin. Aber ich mochte die eh noch nicht so. Ich weiß nicht, wie ich da mal Gold gefahren habe. 1995. Und dann bin ich zu kurz gesprungen. Alter, ist das so eine Wichsstrecke. 19er Zeit. Genau 2000. Ah, ja.
Das ist der Schnee von vorgestern, 20.00. Ne, schaffe ich nicht mehr. Oh. Letzter. Letzter? Und ich bin Vorletzter, oder was? Ja, geh ich von aus. Seite 1 Punkte will ich haben. Dann geben wir quasi beide Nein, Kevin. Ja. So, jetzt gib doch mal durch jetzt. Ja, ich bin 59. geworden, Blondie. Warte. 45. Alles klar, Wolf. 29. Chris. 10. Banani. 19. Und Bodo. 17 und ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ist eine Strecke, wo man die keinen Skill braucht, da ist der Bodo ganz vorne mit dabei. Tim hat auch ja gesagt. 3 Jahre, ist wunderbar. Ihr habt doch schon 3 Jahre, oder? Oder Wolf, du auch? Nee, ich nicht. Okay, ich aber. dann haben wir dreimal ja, dreimal nein. Also Bodo, Chris und Banane geben ja, oder wie? Ja. Ja. Ja, dann ist das für entschieden. Oh, da kann ich da ja endlich kacken gehen. Okay, und Strecke. Ich bin vor Kevin gelandet, vielleicht auch nicht. Strecke Nummer 17, wohl, falls ich das mal. Ist mir egal und so. Oh, ich kenne die Strecke noch, die ist so richtig Banane. Na, perfekt. Oh. Ah, ich weiß wieder, was du meinst, ja. Oh mein Gott, hat's mich da zerrissen, habe ich mich auch gerade voll erschrocken. Wenn du aus dem Dunkeln rausfährst in dieses Helle und auf einmal steht da links so ein Poller, weißt du, BAM! Ja. Zerreißt es dir die ganze Karre. Minimum. Ist jetzt aber quasi ja wieder, ne, der Buggy, der Käfer-Buggy. Der Käfer ist Buggy. Das auch. Und eigentlich ist das dann jetzt quasi ja genau meine Strecke. Wo ist denn hier das Ziel? Fuck. Oh mein Gott, ich bin Fünfter. Wie ja. Typisch, ne? Tim, wieder mit dem Käfer und wieder ist er so gut, ey. Blondies tollkühner Käfer ist wieder unterwegs. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, ich bin ins Ziel gefahren. Oh mein Gott. Übertreib jetzt aber mal nicht, Bodo. Oder auch nicht. Oder auch nicht! Aus irgendeinem Grund hat es nicht gezählt. Tja, da hat Bodo schon wieder gecheatet. Oh mein Gott. Ja, aber richtig mies. Ich habe so schlimm gecheatet und so gut, dass ich nicht mal die Zeit anerkannt bekommen habe. Oh. Jetzt mach ich immer die Scheiße an wieder. Nein! Und eigentlich ist das ja richtig, ne, Wolf, was ich sage, wenn ich sage, dass das hier der Buggy ist. Weil Buggy kommt vom Bug und Käfer kommt ja auch von Bug, ne? Aber der ja, hieß also Beetle. Buggies waren auch nicht mehr als umgebaute Käfer. Ja. Fertig. Deshalb Schluss ist das auch. Da gab es ganz viele Umbausets so in den 70er, 80er Jahren. Ist das hier halt und für daher kommt Buggy. Der Name Buggy. Genau. Hast du auch vollkommen recht mit. Ich hätte gern Umbauset für meinen Käfer, damit ich den Buggy nennen kann. Alter, hast du zu Recht. Was passiert hier eigentlich, wenn ich geradeaus fahre? Überhaupt nichts. Ja, der Firelit Foria ist schon wieder vor mir. Der Firelit Foria. Warum hast du eigentlich nicht der Weltmeister genannt? Nö, ein hinter Banani. Oh. Weil das keinem so recht zugesagt hat, das wolltet ihr doch nicht. Was, mir wäre das doch egal gewesen. Ja, auch. Wenn du dich Mr. Big Pimmel genannt hättest, wäre mir das auch völlig Latte gewesen. Ja, aber das ist doch Banani, das kann ich doch nicht machen. Nein, der ist Mr. Schaufel. Ach so. Die Schaufel für ein Dörr. Mist, die Schaufel. Du stehst doch drauf, wenn du eine Baggerschaufel voll hast. Boah, was eskaliert denn dieses behinderte Fahrzeug? Fahrzeug? Dieses Fahrzeug. Was für ein Hass? So, 14 in der Zwischenzeit. Können wir das jetzt mal durchziehen? Nö. Rum? Ja, 14. Nö mit Ö. Weil du es wegfliegst. Nö mit Ö. Ich fahr den Baum neben dem Ziel. 25, aber das reicht halt so gar nicht, ne? Um zu stöbern, wo der Violet Warrior ist, da muss man ja schon sehr weit blättern. Der ist 17. Ich weiß, ich bin, echt weit blättern, ne? Ich bin 25, aber das reicht alles nicht. Aber ich muss sagen, ich mag die Strecke. Ich mag die Strecke auch.
Der Wagen spackt nämlich nicht so rum, wenn er auf Straße fährt. Das ist korrekt. Oh. Ja. Ist immer noch besser zu fahren als irgendwelche Rollercoaster-Geschichten auf Sand. Rollercoaster-Tycoon. Richtig, 3. World. Ja, guter Ja, Witz. World 3 von mir aus, machen wir so. Wie findet ihr das Schmiergedicht von Jan Böhmermann? Was? Ich hatte mal irgendwann was über Jan Böhmermann gesagt. Guck dir den Part an, dann weißt du ungefähr das gleiche halte ich von dem Gedicht. Aber es ist doch voll dein Niveau. Ich glaube, du hast Jan Böhmermann mit Bodo verglichen. Ich habe gesagt, Bodo ist ein Möchtegern Jan Böhmermann. Oder so. Kann das meine aufsagen? Ich habe es nämlich ehrlich gesagt noch gar nicht gehört, aber... Nein, das dürfen wir definitiv hier nicht mehr aufsagen. Nicht? Nein. Gehen wir dann auch in den Knast? Ja. Meinst du, die türkische Regierung guckt den Stream? Ja. Natürlich. Also fände ich witzig, aber... Wenn die hören, dass Blondie dabei ist... Ja, Wahnsinn. Wird's richtig. In der letzten Woche... Ja, bitte nicht mitnehmen. Egal, ein vor Wulf reicht. Genau deswegen. Alles klar. Ja. Ich werd 20. Blondie. oh Gott, ich bin nicht im Spiel. Scheiße. Ich werd 25. Ja. Alles klar. Wolf. 37. Alles klar. Chris. 36. Banani. 45. Und der Bodo. 21. Gleiche Zeit wie der Papa. Oh, da haut er richtig einen weg, ey. Siehst du, da wird auch nicht nach Namen sortiert, weil B ist eindeutig VV. Ja, finde ich schade. Dafür sollte es eine Sonderregel geben. Naja. Sonderregel? Sonderregeln führen wir jetzt schon ein. Für wen? Bodo für sich selbst, aber sonst. Buggy! Viel Spaß! Oh Gott, nein! Warum? Es ist Holz! Holz ist mittlerweile richtig geil! Ja, aber dann ist Rollercoaster dabei und das finde ich. Ja, ist ja noch besser! Kacka. Das finde ich extrem scheiße. Zur Hölle, Übersicht and it's gone. Fahr doch wieder mit Rückwärtskamera, Bodo. Das ist echt, ja. Rückwärtskamera keine Bodo, immer noch am besten. Oh, das ist Strecke 28, oh ja. Werde ich mal an eurer Tür klingeln, einen Xbox-Controller in der Hand haben und ihn euch ins Gesicht schmeißen. Oh nein, was ist das denn? Alter, das ist Bodo. Mit dem Xbox-Controller. Und der baggert noch. Der baggert. Oh ja, eskalier halt völlig. Ich erinnere mich noch an diese Scheißerei. Ich habe ungefähr 3 Stunden gebraucht, um hier Gold zu fahren. Ne? Ach komm. Oh, wie ich habe so einen verdammten Ohrwurm, ne? Von Blondie, ich hasse dich. Wovon hast du einen Ohrwurm? Hilf mir, Inge. Kevin, du wolltest den Wortlaut haben, ne? Was für ein Wortlaut? Oh, hast du das jetzt wirklich rausgesucht? Ja, ich habe das jetzt wirklich rausgesucht. Das folgende ist nicht ernst gemeint und ich lese es einfach nur dem Kevin vor, weil er wissen wollte, was darin gesagt wird. Das gleiche sagt Böhmer am Anfang auch, das ist Schmähkritik und nicht ernst gemeint. Und warum muss das sagt sein? Sagt du, feige und verklemmt, ist Erdogan der Präsident. Blöd stinkt schlimm nach... Alter! Ich werde auf jeden Fall... Du bist auch jemand, ne? Ja, was? Ich werde auf jeden Fall bei der türkischen Botschaft anrufen und dich anschwärzen. Mach das. Kann ich jetzt weitermachen? Danke. Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner, selbst ein Schweinefurz riecht schöner. Er ist der Mann, der Mädchen schlägt und dabei Gummimasken trägt. Am liebsten mag er Ziegen ficken und Minderheiten unterdrücken. Kurden treten, Christen hauen und dabei Kinderpornos schauen. Und selbst abends heißt es statt schlafen Fellatio mit 100 Schafen. Ja, Erdogan ist voll und ganz ein Präsident mit kleinem Schwanz. Jeden Türken hört man flöten, die dumme Sau hat Schrumpelkröten. Flöten, Entschuldigung. Von Ankara bis Istanbul weiß jedermann, der Mann ist schwul. Pervers, verlaust und zu viel... Rezept Fritzel Rikopil. Sein Kopf so leer wie seine Eier, der Star auf jeder Gangbang-Feier. Bis der Schwanz beim Pinkeln brennt, das ist Rezept Erdogan, der türkische Präsident.
Ist doch lustig, wo ist das Problem? Dass man nach Paragraf 104... Ja, keine Schadensupport. 103. 100, nee, 104. Okay, 103 war was anderes, Bodo. 103 war das von wegen, dass die Kanzlerin das zu entscheiden hat und wenn man momentan in politischen Beziehungen zu denen steht oder so. Oder was anderes, das kann sein. Also eins von... Das sind halt die beiden, aber... Ich meine, das war 100, ist ja auch egal. Ja, es ist, das sind auf jeden Fall die beiden. Halt einmal das, was du gesagt hast, keine Staatsoberbelangung, das andere ist das andere halt. Ich müsste ja irgendwann mal noch eine Zeit hier auf dieser Strecke fahren, aber das mache ich jetzt auch mal eben kurz, schnell. War das wird auch meine einzige Zeit? Nein. Hast noch Zeit. Ja. Und wenn ich nicht an jeder scheiß Kurve auf diesem Rollercoaster anecken würde, dann wäre es auch eine ganz schöne Strecke. Noch nie Dance. Eigentlich nicht, weil dieser Looping das Behindertste an der ganzen Strecke ist. Ich finde die Strecke eigentlich auch ganz cool. Wie gesagt, ich fand das Gedicht jetzt halt nicht besonders schlimm oder sonst irgendwas, ist halt Satire. Ist halt eigentlich so dein Niveau, hätte von dir sein können. Ist halt Kabarett, ne? Kabarett darf alles. Ganz einfach. Ja, mein Gott. So wie ja, das darf es nicht. Ja genau, und das darf man halt nicht. Das hat er ja extra vorher gesagt. Deshalb habe ich ja auch gerade extra gesagt, ich meine das nicht, was ich sage, sondern ich lese einfach nur vor, was er gesagt hat. Hast quasi in Neudeutsch einen Retweet gemacht, ja? Quasi. Ich wollte ich auch nicht, Gravarone, und das war's auch. Ich habe das einfach nur gemacht, weil Kevin wissen wollte, was der genaue Wortlaut war. Ich habe mich ja nicht dazu geäußert. Also ich finde es lustig, so. Keine Sorge. Ja, lustig fand ich es ja auch, um Gottes Willen. Lustig ist es. Das war's dann aber auch. Es ist jetzt nicht gerade besonders politisch toll, oder, ne? Ja, es ist aber einfach lustig, das reicht mir ja. Zeit gefunden. Alter, ich fahre hier echt keine Zeit auf dieser Strecke, ich glaube das nicht mehr. Wie viel Zeit braucht man für die Strecke? Ich habe so knapp über 30 gebraucht. Na, dann habe ich schon keine Chance mehr. Dann werde ich jetzt hier allen Ernstes keine Zeit haben, weil ich Kevin 2,5 Minuten lang das Ding rausgesucht habe und vorgelesen habe. Tut mir leid. Das ist Freundschaft. Ja, danke. Hättest ja auch in der Zwischenzeit machen können, aber... Was in der Zwischenzeit? Ja, weißt du, wie lange ich gewartet habe, bis ich den Originaltext mal irgendwo gefunden habe? Weil die Türken das alles schon überall gelöscht haben. Richtig. Ja, das heißt, Blondie ist nicht angekommen, oder? Ja, ist nicht angekommen. So, 25. Chris. 54. Scheiße. Banani. 16. Okay. Und der Bodo. 37. Und was sagen wir zur Strecke? Nein. Ja. Nein. Okay, dann haben wir 3 Ja's zusammen. Was? Wo hast du 3 Ja's gehört? Ja, der Banani, ich und der Wolf fand ich auch ganz toll. Nein! Soll ich den jetzt mal einen Fax schicken mit Nein drauf, oder was? Ich glaube auch, dass... Ich war übrigens letzter, an dem ich war, weil ich als ja keine Zeit gesetzt habe, ne? Das ist richtig. Ja. Ich habe nämlich jetzt nicht meinen Platz geguckt, deshalb...